Hi. Hallo. Mein Name ist Masud Akbarzadeh. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Sie merken vielleicht, ich bin etwas nervös und unsicher. Das ist gespielt. Ich spiele auf der Bühne immer unsicher. Es gibt mir Sicherheit. Ich bin übrigens Perser, also ich komme aus dem Iran. Ich sage aber lieber, ich bin Perser, weil wenn ich sage, ich komme aus dem Iran, dann werden die Leute mal ein bisschen nervös. Besonders, wenn ich mit Natascha auf die Bühne komme. Aber keine Angst, ich werde darüber jetzt keine blöden Stereotype-Witze machen, über Selbstmordattentäter und so. Ist mir einfach zu blöd. Ich will euch nur eins sagen. Heute Abend ist meine letzte Show. Klatscht ruhig länger, ich habe nicht so viel Material. Ja. Perser. Ich weiß noch, wie wir damals nach Deutschland gekommen sind. Ich war damals ein Jahr alt. Mein Bruder war 3. Meine Mutter war so um die 11. Lach erst mal auf da vorne. Mein Vater war 59. Ja, während der Schulzeit hatten wir immer die frischesten Pausenbrote. Ich meine, meine Mutter hat ja Unterricht im Klassenzimmer nebenan. Ich bin übrigens Single. Das Interessante ist, umso länger man Single ist, umso weniger Ansprüche hat man. Ich weiß noch, früher hatte ich jede Menge Ansprüche. Mit den Jahren wurde es immer weniger und weniger. Heute reißt mir, wenn sie vorne noch ein paar Zähne hat. Echt null Ansprüche. Bist du mit ihm hier? Ja, dann weißt du, wovon ich rede, wa? Ich mache nur Spaß, Alter. Wie heißt du? Tobias. Tobias. Sagst du in mein Mikrofon, Tobi? Tobias. Nummer? Gentlein. Ist das ein, ist das ein Doppelname, Tobias? Tobias? Kannst du machen, ja. Okay, cool. Darf ich dich duzen, Tobi? Yes. Okay, du siehst mich aber bitte, ja? Hier ist meine Karte, Alter. Ich weiß doch ehrlich gesagt gar nicht, wo man Frauen kennenlernt. Ich meine, ich bin nicht oft raus. Ab und zu mal im Supermarkt. Stehe dann noch mal da, wo die Tampons sind. Ich meine, früher oder später muss jeder hin, oder? Aber was ist so der Anmachspruch, weißt du? Na, du. Ist es wieder soweit? Oder, oh, die extra starken. Läuft wohl ziemlich gut bei dir. Ja, ich hab da jetzt Hausverbot. Falls irgendeiner von euch denkt, boah, der Typ ist total vulgär, das ist doch keine Comedy, ist einfach nur eklig, könnt euch gerne bei mir beschweren. Meine E-Mail-Adresse ist bülentjelan@aol.com. Schreibt einfach. Aber das ist auch mein Problem, ich habe keine gute Pickup-Line. Also so ein Satz, mit dem man eine Frau anspricht. Es wäre leichter, wenn ich Arzt wäre oder Anwalt. Weil dann könnte ich auf die Frauen zugehen und sagen, hey, hallo. Mein Name ist Masud Akbarzadeh, ich bin Arzt. Am Dienstag nehme ich eine wichtige Operation vor. Oder wenn ich Anwalt wäre, dann könnte ich sagen, hey, hallo, mein Name ist Masud Akbarzadeh, ich bin Anwalt. Am Dienstag mache ich irgendeinen Anwaltskram. Aber ein Freund von mir meint, es liegt nur an der richtigen Einstellung, nicht wahr? Wie man etwas verkauft. Ich meine, ja gut, ich kann es ja mal versuchen. Hey, hallo, mein Name ist Masud Akbarzadeh, ich bin arbeitslos und lebe noch bei meiner Mutter. Dienstags ist Gulaschtag. Viel zu tun habe ich jetzt nicht. Ich sitze die ganze Zeit nur zu Hause, liege im Bett,
esse, schaue Filme. Ist euch schon mal passiert, dass ihr gerade am Essen wart, jetzt im Bett oder am Tisch und dann ist euch was Kleines runtergefallen, ihr habt es aufgehoben und gegessen und dachtet dann, ich glaube, das ist mir gerade gar nicht runtergefallen. Ich glaube, das liegt da schon ein bisschen länger. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es was zu essen war. Ja, jedenfalls schaue ich sehr viele Zombie-Filme, für die von euch, die mit der Materie Zombie-Film nicht so vertraut sind. Der Ablauf ist immer ziemlich derselbe. Eine Gruppe von Leuten überlebt, dann brauchen sie irgendwann Lebensmittel, gehen zum Supermarkt und werden dann angegriffen. Von der Kassiererin. Die nun ein Zombie ist. Irgendwann später brauchen sie Benzin, gehen zur Tankstelle und werden dort angegriffen. Vom Tankwart, der nun ein Zombie ist. Die Frage, die ich mir da stelle, ist, warum sind diese Typen immer noch an ihren Arbeitsplätzen? Ich finde also meiner Meinung nach, wenn du ein Zombie bist, dann ist mit einer der besten Gründe, um auf Arbeit anzurufen. Und zu sagen, hey Chef, ich kann heute nicht. Ich bin ein Zombie. Attest kriegen Sie dann am Montag. Ah, fuck, Alter. Ist es okay, Techniker, wenn ich mich hinsetze? Kriege ich das okay? Gut. Applaus für den Techniker, bitte mal kurz. Er macht zwar nicht viel, aber wenn ihr was zum Kiffen braucht, ist euer Mann. Ich habe nichts gegen Kiffen, Leute. Ich finde Kiffen okay. Auch Konsum von Alkohol völlig okay. Das Einzige, was ich nicht verstehe, sind Raucher. Weil wenn du kiffst und wenn du trinkst, hast du immer witzige Geschichten zu erzählen, nicht wahr? Ich sage, hey, weißt du was einmal? Wir hatten eine fette Bong, drei Joints, Hammer. Auch beim Alkohol kannst du sagen, hey, weißt du was einmal? Wir hatten eine Flasche Bier, drei Wodka, was eine Nacht. Nur beim Rauchen. Ich glaube nicht, dass einer mal zum anderen sagen würde, ey, weißt du noch das eine Mal? Wir hatten eine Stange Marlboro. Drei Schachteln Camel. Aber die Gouloir, die haben richtig reingehauen. Krass waren unsere Fingerkuppen gelb. Ich war letztens wieder im Supermarkt. Ja, mein Leben ist scheiß aufregend, was soll ich sagen. Standet jemand an der Kasse vorm Supermarkt und habt vor euch so Plakate gesehen, auf denen man junge Leute sieht, die sagen, wir sind jung, wir sind frisch, wir haben gerade unser Abi gemacht, jetzt machen wir eine Ausbildung bei Lidl. Jung, frisch, energisch, sind die besten Leute, die ich hier gesehen habe, Topmodels. Und dann schaust du runter auf deine Kassiererin. Sie haben in sich drei Herzen. Jedenfalls war ich im Supermarkt, weil ich mir Eier kaufen wollte. Und man checkt ja vorher, ob die Eier in Ordnung sind. Habe ich auch gemacht. Und ich musste schockiert feststellen, dass auf einmal meine Hühnerkacke war. Ich war entsetzt. Ich dachte mir, das ist ganz schön unprofessionell von so einem Huhn. Einfach mal so auf dem Arbeitsplatz zu kacken. Ich meine, ich mach das ja auch nicht. Dann habe ich weitergedacht. Dann dachte ich mir, vielleicht hat sich das Huhn ja mehr dabei gedacht. Vielleicht hat es ja aufs Ei gekackt, um es zu beschützen. Vor Füchsen oder Wölfen. Weil ich wollte das Ei in dem Moment ja nicht mehr. Nicht wahr? Kacken aufgrund von Liebe. Ganz schön clever, hä? Dann dachte ich mir, wenn ich mal Kinder hätte. Ich lasse das mal so stehen. Auf Wiedersehen. Mir ist leider noch ein bisschen schlecht, also vor allem wegen dieser Sache mit dem Aufheben von irgendwas, was dir runtergefallen ist, weil du gerade am Essen warst. Wie sieht es denn bei dir zu Hause überhaupt aus? Dude. Sind da so viele Sachen, die essbar aussehen auf dem Boden? Ja. Wir sind Iraner, wir essen halt auf dem Boden da. Ja, verstehe. Liegt da halt noch was rum.
Kriegst du das auf oder brauchst du eine Anleitung? Ich weiß nicht, ob ich das... Drücken! Können wir das schneiden, dass es männlicher klingt? Sag mal, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Du bist kein Moslem. Das ist richtig, oder? Das ist völlig korrekt. Ja. In welche Kamera sage ich das? Sag's einfach zu... Sag's zu mir. Kann ich hier meine Manschettenknöpfe noch zeigen? Ich werde gesponsert von Spider-Man, deswegen muss das noch... Und die Schuhe vielleicht auch von Super Mario ist cool. Sieht lästig aus, oder? So. Du hast Super Mario Schuhe an, da sind noch Bärchen drauf. Das ist, Alter, du Nerd, du hast keine Ahnung. Bärchen. Das ist asiatische Fingerkunst. Das sind Bärchen mit so kleinen Flügelchen. Ja, okay, reden wir lieber über deutsches Bier weiter. Ja, kein Wunder, dass du keine Frauen abkriegst mit so Schuhen. Ich glaube, wir waren Freunde mit Bella. Geben die hier minderjährigen Alkohol. Aber ist... Was? Was? Ich dachte, es war Orangensaft. Sieht aus wie Orangensaft. Ist es denn so, dass du, wenn Leute dich treffen und hören, Mensch, der kommt aus dem Iran, dass sie dann gleich so im vorauseilenden Gehorsam dir Tipps geben, so von wegen Richtung Mekka ist da, also diese Moslem-Nummer, weißt du, übrigens so und so und nee, ist die Wurst nicht oder so? Die sagen immer, hey, ich, ja? Iran, ich fand den Film Prince of Persia cool. Was? Ja, ich sag dann immer danke, aber... Ich bin mir sicher, dass kein einziger Iraner an dem Scheiß ist. Ja, aber frag dich ja kein Mensch irgendwie was. Zum Beispiel, was bedeutet dein Vorname? Masha. Bedeutet das sowas wie der Mond, der sich in einem See spiegelt oder sonst irgendwas? Ja, frag ich keiner. Okay. Dann wir hätten vorher die Fragen absprechen sollen, Alter. Ich bin gar nicht vorbereitet. Also. Was heißt dein Name? Wer ist dein Meine Damen und Herren, Masoud war das! Dankeschön, Masoud! Dankeschön!